Sagt dir der Name Sam Altman etwas? Wenn nein, das ist der CEO von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, und er sagt, dass künstliche Intelligenz unbedingt reguliert werden müsste. Unbedingt. My worst fears are that we cause significant, we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. I'm here today and why we've been here in the past. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. Sam Altman ist 38 und der Co-Gründer und CEO von OpenAI, gemeinsam mit noch anderen Personen. Aber er hat was Wichtiges gesagt vor dem US-Kongress, nämlich dass wir damals, als Social Media entstanden ist, verpasst haben, Social Media zu regulieren. I'm not sure if it's the best, but the easiest would be to talk about the amount of compute that goes into such a model. We could define a threshold of compute, and it'll have to change. It could go up or down. It could down as we discover more efficient algorithms that says above this amount of compute, you are in this regime. What I would prefer, it's harder to do, but I think more accurate, is to define some capability thresholds and say a model that can do things X, Y, and Z, up to you all to decide. That's now in this licensing regime, but models that are less capable. You know, we don't want to stop our open source community. We don't want to stop individual researchers. We don't want to stop new startups. Can proceed, you know, with a different framework. Künstliche Intelligenz soll jetzt aber reguliert werden. Die Frage ist, warum? Warum will jemand, der Künstliche Intelligenz einsetzt, also Large Language Models einsetzt, plötzlich, dass Künstliche Intelligenz reguliert wird? In einem Land, wo ja sowieso schon vieles reguliert ist und jetzt wird das noch mehr. Nun, es könnte sein, dass ähnlich wie damals mit der Initiative um Elon Musk und Steve Wozniak, die gesagt haben, wir müssen bei künstlicher Intelligenz innehalten, abwarten. Vielleicht ist es nur ein PR-Stunt. Vielleicht meint er es wirklich ernst. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Soll künstliche Intelligenz reguliert werden? Wenn ja, wie? Lass mich wissen in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Bis bald.